Hallo und willkommen bei Likra. Heute probieren wir so einen Geschmacks... Aromatisiertes ja. Wasser, genau. Ausgang dafür ist das, darf ich kurz einmal erklären? Ja. Ausgang dafür ist das, wir trinken sehr viel Wasser. Und, das ist auch gut so. Genau, was gut so ist, und wir wollen aber keine Zuckerwasser trinken, also wir kaufen keine Cola und solche Sachen. Aber wir wollen gerne ein bisschen aromatisieren, und dann gibt es diese Produkte hier von verschiedenen Firmen, die aromatisieren das Wasser ganz leicht, mit ganz wenig Zucker angeblich. Und da gibt es Produkte im Internet, Aromen für Wasser, und ich hätte gerne sowas selber mischen, weil ich denke mal, diese Flaschen sind im Vergleich zu normalem Wasser schweineteuer, also wirklich sehr teuer. Und bei den Mengen an Wasser, die wir trinken, ist das relevant. Also haben wir gedacht, wir machen ja eh auch so als Server, so probieren wir jetzt mal aus, Wasser selber zu aromatisieren. Ja, also selber so ohne Zucker, ohne Zuckerzusatz, einfach nur mit Geschmacksträgern zu aromatisieren. Gehen natürlich keine Öle, weil Wasser und Öl lässt sich nicht mischen, also braucht man Aromen, die wasserlöslich sind. Ja, und davon haben wir zwei bestellt. Ja. Zeigst du mal her. Einmal Erdbeere. Ja, das ist angeblich ein super tolles Aroma. 5 bis 10 Tropfen, und das Ganze schmeckt, ein Liter Wasser schmeckt traumhaft gut und kostet nicht viel. Dann hier noch Wassermelone. Und Wassermelone haben wir auch. Ja, ist alles zuckerfrei und was noch? Ohne Zucker, ohne Kalorien. Ja, genau. Also das ist wichtig, dass das einfach quasi uns da nicht irgendwie reinschummelt in die Ernährung. Unten. Aber Aromen sind tolle Sachen. Angeblich laut der Webseite sind sie natürliche Aromen. Da steht leider nichts mehr drauf von natürlichen Aromen, aber vielleicht ist auch nur das Etikett zu klein. Aber ich bin gespannt, ob es wirklich so gut schmeckt, weil wenn das Wassermelonenaroma in einem im Wasser rüberkommt, da wäre ich ganz narrisch. Das ist so super. So Wasser mit einem ganz leichten Wasseraroma. Also Wassermelonenaroma. Wasseraroma. Wassermelonenaroma. Ja. Okay, dann stell du den Rest vor. Was hast du noch gemacht? Du hast... Gibst du es mir? Ja, du hast zwei Gläser organisiert. Für mich, einmal für meinen Klar, Papa. Ich darf das Wasser also trinken. Mein Papa hat von hinten im Gang irgendetwas gemacht, ich weiß es nicht. Und ich habe in der Küche einfach alles gesucht, was irgendwie dazu passen könnte. Hier so also dieser Isotonic-Drink, den die Lika so gerne trinkt. Naja, ich trinke ihn nicht ganz oft. Aber manchmal trinkt sie ihn und, ja. Und schmeckt wunderbar noch. Nach Orange, und ich, bei dem bin ich echt gespannt, weil der schmeckt echt stark nach Orange, und deswegen bin ich sehr gespannt, ob das da den übertreffen wird oder ob das dann irgendwie gemischt wird und ein neuer Geschmack rauskommt. Genau, ja. Dann haben wir noch einmal Leitungswasser, das ist bei uns nicht ganz so gut. Ah, das ist nicht wirklich gut, das ist eher untergrausig und chemisch zu betrachten, das Wasser. Aber ja. Dann haben wir noch einmal von meinem Papa Mild, weil ich mag kein prickelndes Wasser. Und einmal ein Stilles für dich. Stilles für mich. Genau. Du magst ja eher das Stille. So, und dann haben wir noch, ich habe hier zwei Erdbeeren und eine Zitrone. Geholt, eine halbe, geholt. Genau. Ja. Mit der werden wir auch probieren zu aromatisieren. So, womit möchtest du denn beginnen? Was fangen wir an? Probieren wir zuerst einmal diese wunderbaren Drops aus da, ja? Mal riechen. Da muss man mal riechen, genau, ja. Weil ich habe das noch nicht gerochen, und genau. Du auch nicht, oder? Nein, noch nicht. Sehr gespannt. Machen wir eins auf. Welches nehmen wir zuerst? Wassermelone? Als erstes mal Wassermelone. Wassermelone, ja, my favorite. Ja, genau. Super. Oh mein Gott, das riecht so stark. Wow, okay. Also es riecht sehr stark, fast schon ein bisschen unangenehm stark, aber ja, schauen wir mal. Wollen wir das gerne mal aufhören? Irgendwie, das erinnert mich an irgendetwas. Ja, an Wassermelone hoffentlich, die isst du ja ab und zu. Naja, aber ich habe dann ja eine offene Zunge, deswegen... Genau, deswegen nicht allzu oft, weil du Wassermelone quasi nicht so ganz verträgst. Dann riechen wir mal bei der Erdbeere. Da bin ich echt gespannt. Ja, nach dem ersten Geruchserlebnis bin ich da jetzt auch gespannt, ja. Oh mein Gott! Ja? Mamma mia, das riecht ja fantastisch. Also das ist im Vergleich zur Wassermelone, gefällt mir der Geruch weitaus besser.
Ja, der also Geruch, der riecht aber wirklich wie Erdbeeren. Ja, werden wir sehen. Aber das riecht einmal wirklich wunderbar wie Erdbeeren. Bei der Wassermelone bin ich mir nicht ganz sicher, ob das nur Wassermelonengeruch war, den ich da in der Nase gehabt. Aber vielleicht habe ich... Nein, meine Finger sind sauber, also da stinkt nichts. Gut, also ich würde jetzt mal als erstes mit dem... Wasser reingeben. Wie viel da mal rein? Ganz wenig oder ganz viel? Füll es an, weil wer weiß, wie intensiv die Dinger sind. Mach so halb voll. Ich mach das andere, ja. Ich fühle es halb voll, ja. Kannst du meinen den Zucker auch so voll? Okay. Ich na, das schaffst du schon. So, perfekt. Ja, das war jetzt einmal mehr, aber macht nichts. Ist egal. Mach zu. Jetzt schauen wir dann mal. Dann würde ich mal sagen, als erstes mal mit 2 Tropfen. Na, mit 1 Tropfen fangen wir an, oder? Okay. Aber welches? Welches nehmen wir zuerst? Fangen wir mit der Erdbeere an. Das ist, bin ich am meisten begeistert. Oder willst du Wassermelone zuerst? Nur wie du willst. Und entscheide du. Ich nehme meinen Mund raus, bist du. Wir machen es so. Ich glaube, ich muss. Magst du das so machen? Als okay, erstes also, okay. Also, einmal aufmachen. Dann gibt es eine Pipette. Und mit der kann man jetzt quasi einen Tropfen einmal reintropfen in jedes Getränk. So, das darf man umrühren. Dann nehmen wir das Messer dafür. Aber vergiss einen Löffel zum Holen, dann macht ja nichts. Okay. So, ich bin jetzt gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt. Kost mal. Das schmeckt man doch. Der Nachgeschmack, ich glaube, da reichen schon 3 Tropfen. Na dann, hau ein, dann. Also jetzt mal mit 2. Ich finde, beim ersten habe ich jetzt noch nicht viel geschmeckt. Also da war ich habe den Nachgeschmack schon. Ich habe irgendwie ein bisschen chemischen Nachgeschmack im Mund. Das gefällt mir nicht. Aber probieren wir es aus. Ja. Nochmal umrühren. Mit dem zweiten Tropfen. Ich bin echt gespannt. Ja, ja. Naja, das schmeckt mir ein bisschen mehr. Aber es schmeckt mehr nach Chemie als wie nach irgendwas anderem. Ja. Das ist, wieder hinten. Das ist ungefähr so grausig, as it can get. Also das ist echt grauslich, viel Teufel. Aber schauen wir mal. Ich schmeiß nur einen Tropfen dazu gleich bei mir. Das heißt, wir haben jetzt auf jeden. Wir haben jetzt auf jedes. Warte, ich gebe dir jetzt auch noch einen dazu, dann haben wir beide 5. Das heißt, wir haben 5 Tropfen auf einen Schluck Wasser. Das ist jetzt erstens einmal nicht sehr effizient. Und zweitens einmal bin ich gespannt, ob das jetzt besser schmeckt oder ob das noch grausiger wird. Ich glaube, ich probiere es nochmal. Ich bin nicht mehr, ich gehe das gerade loswaschen. No. Viel Teufel. Ja, also bist mutig. Boah. Probier's aus. Ja, steck's gleich rein. Ich geh das dann gleich mit dem waschen. Das heißt, das ist mehr als wie enttäuschend, muss ich jetzt sagen. Naja, kostet mal. Ah, bitte. Das ist Chemie pur. Also das hat nichts von Aroma. Von wem ist das? Von der Firma Iron Max. Flavor Drops. Ja. In der Webseite wird das gepriesen, so quasi ein paar Tropfen pro Glas und du hast ein Traumerlebnis und wunderbarer Erdbeergeschmack. Ich kann nur ansagen, wunderbarer Chemiegeschmack. Also wahrscheinlich süßer. Das Abwasser von einer Chemiefabrik schmeckt wahrscheinlich genauso grauslich. Das ist sowas auf. Boah. Also mit ich gehe dem viel Zucker auslassen. Dabei, mit ganz, ganz viel Zucker dabei. Nein, Süßgeschmack, kein Zucker. Das ist irgendein anderes Stevia oder sowas. Ich gehe dir schnell die Gläser auswaschen und komm gleich wieder. Das kannst du nicht. So, bin schon wieder da. Schon ich habe gleich 2 frische Gläser geholt. Okay. So, dann mal nachschenken. Dann mal nachschenken. Da hast. Jetzt kommt die Wassermelone dran. Also ich hoffe, die Wassermelone schmeckt besser als sie riecht. Also die Erdbeer waren wir auf jeden Fall komplett daneben auch. Viel Teufel, schade ums Wasser. Boah. Das hat einfach nur noch Zucker geschmeckt. Ja, obwohl kein Zucker drinnen sein soll angeblich. Und zweitens einmal, das Erdbeergeschmack ist weit und breit. Weißt du, was dich mit das mehr erinnert? Diese Erdbeertropfen haben mich jetzt mehr erinnert an Vanillegeschmack.
Ja, mich auch. Also das ist irgendwie, schmeckt mehr nach Vanille statt nach Erdbeer. Es riecht zwar extrem nach Erdbeer, aber der Vanillegeschmack übertüncht leider alles. So, Wassermelone. Boah, ich habe jetzt schon Angst. Ich auch. Ah, du hast gleich einen Löffel. Ja, oh mein Gott, das riecht so stark. Ja, nach Gummischuhe. Nach Gummistiefeln. Kost mal. Boah, ich will das nicht einmal kosten. Nach was schmeckt's? Kost's. Echt? Bäh, das schmeckt wie Apfelmittel. Nein, voll Teufel. Liebe Firma Eilmax, lasst es bleiben. Echt, ihr habt es nicht drauf. Das ist so grausig. Das ist ja voll. Bäh. Also wenn ja, vielleicht schmeckt es mit anderen Sachen besser. Ja, genau. Mit was? Mit einer Wassermelone gemeinsam. Nein, das haut sogar die Wassermelone zusammen und das haut Erdbeer zusammen. Also das ist das grausigste Aroma, das ich in meinem Leben jemals ausprobiert habe. Wirklich. Boah. Echt jetzt? Ich trau mir das nicht noch gut. Nein, du hast nicht zu unserem guten Obst dazulegen. Das dreckigen Löffel. Schmeiß gleich nicht auf. Boah. Naja. Schmeckt auf jeden Fall besser als. Mit zwei Tropfen? Besser als mit einem? Als die Erdbeermantel. Na. Ich finde, es schmeckt. Das ist ja. Teufel. Wir haben doch gesagt, wir lernen das da rein. Ich habe als Kind einmal. Nein, das brauchst du nicht reinlernen, weil das ist, bleibt, der Geschmack bleibt in den Gaseln drinnen. Das schmeckt wie. Wir haben als Kind so Luftballons gehabt. Wenn wir die beim Aufblasen zu lange im Mund lassen, dann haben sie auch so grauslich geschmeckt. Das ist der volle Kunststoffgeschmack. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht sogar giftig ist. Ja? Das ist ja also eine Frechheit, wirklich. Und sowas wird als Aroma verkauft. Hier nochmal die zwei. Bis jetzt noch nicht. Zum. Naja, ihr könnt es euch bestellen, dann merkt es selbst. Aber vielleicht habt ihr ja besseres Wasser. Ich sag dir jetzt was. Liebe ja, Firma Iron Max, ja, wir werden euch unten in die Kommentare meine Telefonnummer einschreiben. Ruft sie bitte an, erklärt mir das, weil das ist ja wirklich sensationell grausig. Dafür Geld zu verlangen ist eigentlich eine Frechheit. Ja. Das hat nichts mit natürlichen Aromen zu tun. Das ist grausig, dass an das Speiben kommt. Ja? Also. Mir kribbelt es einfach. Wirklich, ich habe Befürchtung, dass ich davon die Speiberei kriege, wenn ich davon mehr zu mir nehme. Und das werde ich einfach 0:0 vernichten, außer ihr ruft es auch, ich schicke es euch zurück und ihr habt es auch wieder gemacht. Aber das ist eine Frechheit. Ja? Also nochmal genau zum Hinschauen für alle diejenigen, die so welche Aromendrops nachkaufen wollen. Ja? Das bitte nicht nachkaufen. Das ist der letzte Ramsch, den es auf dem Markt gibt. Falls jemand unter euch bei den Zuschauern diese Drops kennt, die wirklich funktionieren und auch wirklich nach dem schmecken, was draufsteht und nicht nach einem Plastiksackel, nach einem chemisch aufgelösten. Also das schmeckt ja wirklich so, wie diese, das Styropor gerochen hat, das wir geschmolzen haben, wie wir Styropor geschmolzen haben. Das schmeckt ungefähr genauso. Aceton. Ja, wirklich super grausig. Also wenn jemand welche Drops kennt, bitte sagt mir's, ich würde mir echt gern so Drops kaufen, die funktionieren. Die können auch ein bisschen mehr Geld kosten, weil wenn ich nur einen zwei Tropfen reintun brauche und ich kann einen Liter Wasser damit wunderbar aromatisieren, ist es ein Traum. Mit was macht das die Industrie? Ich meine, mit was machen die Firmen, die diese Sachen machen, das? Das schmeckt so wunderbar und so natürlich und so fantastisch. Ist wahrscheinlich auch chemisch, aber boah, das ist ja wirklich der allerletzte Ramsch. Bist du blöd? Boah, mir ist richtig schlecht jetzt. Also auch mit unserem Leitungswasser wird es nicht besser, oder? Nicht einmal unser Leitungswasser wird dadurch besser. Kostest du mal? Nein. Doch einen Schluck. Bäh, bitte. Boah. Oh, wie kommt das? Ich sag's nicht. Probieren wir was Erfreulicheres aus. Ja. Dann mal wieder Wasser aufhören und jetzt probieren wir das mit deinen Orangen und Dings, Zitronenmani und Erdbeeren aus. Jetzt
sagst du auch schon. Jetzt probieren wir echte natürliche Aromen. Weißt du, was wir machen? Wir werden jetzt eins Glasl machen wir mit Zitrone, meins. Das weiß ich nämlich, wie das funktioniert. Und deins machen wir mit Erdbeer, das stille Wasser. Ja. Das spritzt. So, und weißt du was? Jetzt habe ich wieder das Messer ausgetragen. Ich bin ein Blutzer. Gib her. Tu es auseinander. Ich tue es einfach mit Löffel so auseinander. Schau, einmal. Zweimal. Einfach, damit die Erdbeer offen ist. Und wenn man das jetzt da reinschmeißt. Darf ich? Ja, schmeiß rein. Die auch noch. Einfach, dass das Wasser ein bisschen Erdbeeraroma aufnimmt. Ja. Ausschauen tut es ein bisschen seltsam, ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das weit besser schmeckt als wie. Ja. Ich kann es nicht einmal anschauen, ohne dass man dabei gruselig wird. So, und ich mache ich einfach so. Ja. Achso, die Kamera sieht das gar nicht. Nein, macht ja nichts, aber das ist ja. Es geht ja nur darum, dass jetzt. Wir haben jetzt da ein paar Zitronentropfen reingetan. Da haben wir diese Erdbeeren, die ich mit dem Löffel jetzt ein bisschen zerteilt habe, reingeschmissen. Und jetzt kostet du mit der Erdbeerwasser. Wasser bitte. Hm. Schmeckt schon nach Erdbeeren? Wird wahrscheinlich ein bisschen brauchen, oder? Vor allem jetzt, wenn man noch das Blaff wäre. Diesen grausigen Geschmack. Trink Wasser nach. Ja, im Wasser schmeckt man nicht viel von der Erdbeer. Ja. Probieren wir mal Zitronenwasser aus. Und ich dann auch. Ah, da kommt die Zitrone schon mal, obwohl da wirklich nur ein paar Tropfen Zitrone drin sind. Ja, du magst keine Kuh. Du magst es so dann nicht im Wasser drin, gell? Ja. Ja, ich verstehe es. Lass mir das mal ein bisschen besser ausprobieren. Oh mein Gott, das. Schau her, ich tue ein bisschen mehr zerdrücken da die Erdbeeren. Vielleicht wird das dann intensiver, schneller intensiver. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein bisschen braucht, bis das da das Aroma rauslässt. Können wir sagen, schlecht. Am gescheitesten ist, selber Obst kaufen, frisches, waschen, zerschneiden, in einen großen Wasserkrug reingeben, mit einem Eiswürfel zwei drinnen, das ein bisschen stehen lassen. Ich glaube, das wären die besten Sommerdrinks, aromatisierten Sommerdrinks. Vor allem mit Orangenzitrone funktioniert das hervorragend. Die kann man richtig so schön in Sperlen reinschmeißen. Stehen lassen eine halbe Stunde. Traumhaft. Aber diese künstliche Aroma. Wir müssen das mit dem probieren. Na, da brauchst du nichts ausprobieren. Das ist ein wunderbares Aroma. Schmeckt. Und lass mir das mal kosten. Ich würde das mal gerne wissen, wie intensiv das nach Orangen schmeckt. Okay, wow, das ist wirklich, wirklich gut. Und auch natürlich. Das ist ja der Trick, der Unterschied. Ja? Das alles, diese aromatisierten Getränke, genauso wie das da, die schmecken wirklich fantastisch. Haben wir irgendwo ein kleines Glas? Ein kleines Glas haben wir in der Küche. Da haben wir aber große Gläser, mittlere Gläser. Was möchtest du ausprobieren? Ein bisschen etwas von dem reingeben, dass nicht gleich das ganze Wasser weg ist. Was willst du wo reintun? Das da in ein Glas und dann ein bisschen etwas von dem lassen. Bitte nicht. Na, dann hol ich schnell ein Glas, ich warte. Hol das schnell. Unterhalte die Leute. Bla 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 bla. Gib vielleicht die BB-Sprache. Bla 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 bla. Oh, ich hab richtig. Es ist Flammenmorgen von den Chemie und du willst jetzt wirklich noch was von den chemischen Kosten? Nur, dass es dokumentiert nur ist. Nur für die Kamera, nur für die Kamera. Ja, genau. Ich hab gesagt, lass es, aber die Likramanz, die muss das kosten. Wenn sie dann noch das Speiberei oder Scheiße reinkriegt, ist sie selbst gut. Ich werde sie nur verarzten, nicht bedauern. Ja. Ach, das ist noch gut. Ja, dann jetzt. Was willst du da jetzt einschmeißen zu Orangen? Einen davon nur. Nur einen bitte, nicht alle beide, weil das, ich kriege jetzt schon Herzschmerzen. Wirklich, mich sticht es da erinnern. Ich meine, ich weiß, dass das Herz auf der verkehrten Seite dann war, aber das sticht es rechts quasi. Na gut, probier aus. Komm, schmeiß rein. Du willst eins auf. Nein. Mach so. Schau weg. So, und jetzt nimmst eins, Finger drauf, welches willst du haben? Nimm, so. Ja, ich wusste, dass es das sein wird. Na Gott sei Dank. Juhu. Echt jetzt, so viel Tropfen schmeißt du rein in das Lackerl? Das ist ein Mäufel, nicht einmal. Okay. Aber es hat, das da hat auch einen starken Geschmack. Ja, eh.
Ich könnte jetzt nichts mehr kosten, mir ist es jetzt schon schlecht. Nicht mal. Little. Mm-mm. Doch ein Stück, mm-mm. Bitte, bitte, mm-mm. Bitte. Mm-mm. Mach's für die Kamera. Mm-mm. Nein, bitte nicht. Ich kann das nicht mehr. Ich sperre mich sonst da. Es ist eigentlich. Das will keiner sehen. Naja, gar nichts. Es ist nicht wirklich schlecht. Mhm. Dank dem Zucker, was da drin ist, in dem Wasser, was du da trägst, im Isotonic-Wasser. Nö. Fazit. Schlecht. Liebe Firma Iron Max. Ich hoffe, ihr habt andere Produkte, von denen ihr Leben kennt, weil davon wird's. Das kann man Betrug nennen. Definitiv. Das ist ein reiner Betrug. Schmeckt nicht nach Erdbeeren, riecht ein bisschen nach Erdbeeren, schmeckt nach Plastikchemie, genauso die Wassermelone, die riecht wieder nach Wassermelone, noch schmeckt sie nach Wassermelone. Also Leute, das ist Aromabetrug. Wirklich. Vielleicht findet ihr ja jemanden, der das mal überprüft, chemisch, und einmal schaut, was dort wirklich drinnen ist, weil ich habe das Gefühl, dass das einfach nur Rubbish ist, reiner Beschiss. Gut. Ich muss noch etwas von dem trinken. Das Wasser mit der selber eingewackten Erdbeere, das schmeckt eigentlich wahrscheinlich nicht so intensiv. Das ist ja der Punkt, ja. Ja. Womit auch immer die Industrie das schafft, dass das so gut schmeckt wie diese Wasser. Wir haben es noch nicht rausgefunden. Ah ja, mit Zitrone haben wir es noch nicht. Oh ja, ich habe es ausprobiert. Mein Wasser ist mit Zitrone, aber das hast du ja nicht kosten wollen. Ich habe es mal gekostet. Mm, passt schon. Sie war sogar so mutig und hat es ein paar Mal ausprobiert für euch. Also lasst die Finger davon, und für die Leute unter euch, die wissen, welche Drops wirklich funktionieren, bitte in die Kommentare schreiben. Ich würde mir es gerne kaufen und ausprobieren. Wir machen auch über die dann ein Video gern. Weil wenn wir das wirklich finden, etwas, was wirklich gut schmeckt, dann machen wir wieder ein zweites so ein Video, Testvideo machen wir nicht mehr, wenn es so grausig sind. Also, boah, pfui Teufel. Ja, also dann. Okay, tschüss. Abonnieren, tschüss, baba.